Hallöchen, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin mal wieder im Auto. Das bedeutet, wir machen einen Ausflug. Es gibt heute eine neue Wanderung. Ich bin da wieder mit meiner Mama zusammen und wir wandern eine Route vom Solinger Tageblatt. Das ist ähnlich wie in dem Wochenendvlog, den ich letztens hochgeladen habe. Das heißt, da ist bei uns aktuell immer regelmäßig in der Tageszeitung eine Wanderroute. Und ja, die beschreibt dann praktisch einen Wanderweg irgendwie bei uns in der Nähe. Und das sind immer halt so relativ ja, unterschiedliche Sachen. Jede Wanderung hat so ein paar Highlights dabei. Und ich weiß noch nicht ganz genau, welche wir heute wandern. Meine Mama hat die Ausschnitte aus der Zeitung alle gesammelt und da werden wir uns jetzt gleich eine aussuchen. Und ja, ich werde sie jetzt einmal abholen und dann geht es auch gleich direkt los. Wenn ihr Bock habt, uns auch diesmal zu begleiten, dann bleibt doch gerne dran und dann sehen wir uns gleich direkt wieder. So, wir haben uns jetzt hier entschieden für diese Route vorbei an alten Hofschaften, Mühlen und Kotten. Und die Wanderung dauert ungefähr 70 Minuten und ja. Das hier ist der Weg, genau. Dem folgen wir jetzt. Es geht hier jetzt los. Und ja, hier steht so einiges über die Strecke. Das werde ich euch aber dann beim Gehen ein bisschen erzählen, was wir so sehen. Da geht's jetzt rein. So, wir haben jetzt hier auf dem Weg direkt einen Bücherschrank entdeckt. Da gucken wir natürlich mal rein. Denn sowas ist immer voll interessant. Kann man sich, wer das nicht kennt, Bücher einfach so frei mitnehmen und auch eigene Bücher dann wieder reinstellen, damit sich die anderen Warte, mitnehmen warte, können. warte, warte. Das ist was für die Doris. Mama hat schon was gefunden. Und das hier wäre auch was für die Doris. Habe ich nämlich schon alle gelesen. Da oben sind Sharpies. Vielleicht können wir da ein bisschen näher ran, ne? Schauen wir mal. Oder? Ja. Schäfchen. So, weiß jemand, ob das hier Bienenkisten sind? Könnte sein, oder? Oder ist das was anderes? Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall echt schön. So, da wir gerade den ersten Teil der Route uns erstmal verlaufen haben, beziehungsweise falsch abgebogen sind, mussten wir jetzt den Weg nochmal runterlaufen, aber das war jetzt halb so wild, also war nur ein kurzes Stück und jetzt sind wir richtig abgebogen und gehen jetzt hier da diesen Berg hoch und dann sind wir in so einer kleinen Hofschaft, die müssen wir durchqueren und dann mal sehen, wie es weitergeht. So, und unser erster Wander-Highlight-Punkt auf dieser Route ist eine Hofschaft, die wir jetzt gleich antreffen werden. Die gibt es schon seit 1220 und wurde ja, besetzt durch Graf Engelbert von Berg. Und um 1832 lebten da ungefähr 1172 Einwohner. Es gab 208 Wohnhäuser, drei Mühlen und 188 landwirtschaftliche Gebäude in dieser Hofschaft. Bücher zu verschenken. Hier gibt es überall Bücher. Das ist schon mal gut. Kinder- und Jugendbücher und CDs. Es geht ein kleines Stückchen hier in den Wald rein und man sieht hier richtig krass, wie die Bäume hier umgefallen sind. Wahrscheinlich trockene Erde und Sturm. So, kleines Update. Wir sind jetzt gegangen, das Stück, und sind jetzt hier beim Punkt Wildshaus und da ist jetzt so ein Bahnübergang und da geht es dann zum nächsten Teil der Route. Und meine Mama muss noch ein bisschen nach rechts kommen, denn da kommt ein Auto. Ach nee, es fährt woanders rein. Okay. So, wir sind hier am nächsten Punkt angekommen und ihr könnt es erahnen zwischen den Bäumen durch da hinten. Das ist das Schloss Kaspersbräuch. Das ist halt jetzt in Privatbesitz und da wohnen auch Leute drin. Aber ja, ein schönes Gebäude. Man sieht leider nicht ganz so viel, weil es ja, sehr umrandet mit Bäumen ist. Aber ich glaube, wir kommen gleich nochmal an einen anderen Punkt, wo man es manchmal von der anderen Seite noch sieht.
Eigentlich. Sieht ja toll aus mit dem Bogen da, ne? Nachdem wir das Schloss Kaspersbräuch dann passiert haben, geht es im nächsten Wanderroutenschritt weiter zur Brucher Mühle. Die wurde 1876 errichtet und die Gebäude wurden ja zur Getreideartenherstellung, Brot- und Futtermittelherstellung verwendet und Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das dann teilweise als Ausflugslokal benutzt und ist auch heute mittlerweile in Privatbesitz. So, es geht für uns jetzt durch diesen Tunnel und danach kommt der Brucher Kotten und da soll es so ein bisschen auenlandschaftsmäßig sein. Bin mal sehr gespannt. So, also hier soll dieses Auenlandgebiet sein. Ja, also ist schon grün, aber erinnert mich jetzt noch nicht so ganz ans Auenland. Aber wir gehen jetzt mal noch da lang und da ist ein bisschen mehr an grünen Feldern und sowas. Und dann schauen wir mal. Ach nee, ich glaube, es geht da lang. Da kann man gar nicht reingehen. Ich glaube, das ist privat. Genau. So, wir haben jetzt hier ungefähr die Hälfte der Strecke. Sieht jetzt gerade im Hintergrund so aus. Wir sind immer noch in diesem Auenlandgebiet. Aber sehr schön auf jeden Fall. Und gerade kurz einen Snack gegessen. Mama hat nämlich vorgesorgt und uns ein Croissant mitgenommen und einen Müsliriegel. Und ja, jetzt geht es hier weiter. Wir sind ungefähr, doch, habe ich glaube ich gerade schon gesagt, bei der Hälfte der Strecke. Und ja, mal gucken, was noch so hier auf uns zukommt. Kurzes Update. Schloss Kaspersbräuch sind vorbeigegangen. Brucher Kotten. Hier kam diese Auenlandschaft, wo wir eben waren. Und jetzt sind wir hier auf diesem Stückchen. Und ja, da unten ist das Ende. Also wie ihr seht, haben wir schon so ungefähr drei Viertel, würde ich mal sagen, geschafft. Und es geht jetzt hier weiter. Guck mal, da ist ein Schild und da steht Umleitung Wanderweg. Aber warum? Das sehe ich gerade nicht so richtig. Umleitung Wanderweg, 17.02. Ach nee, nur doch, 17.02.20 bis 17.02.22. Hä? Das ist aber jetzt doof. Okay, also wir haben uns jetzt dafür entschieden, dann die Umleitung zu gehen, weil der Weg anscheinend gesperrt ist. Und das geht jetzt hier rum. Anscheinend dann nicht mehr an den Bächen vorbei. Unser nächster Stopp ist hier so ein Aussichtspunkt und wir haben keine Kondition. Aber wir schaffen das. So, wir sind jetzt hier oben am Aussichtspunkt angekommen. Da hinten sieht man irgendwie Städte und sowas. Aber ja, ist jetzt nichts Wildes auf jeden Fall. Und da geht's jetzt weiter. Und diese Route durch diese Wegsperrung ja, sind wir natürlich jetzt ein bisschen von der Route abgekommen und mussten ein bisschen mit Google Maps weiterhelfen. Das ist natürlich mal ein bisschen blöd, wenn man ja, wenn dann so eine Umleitung ist und dann fehlt irgendwie die Ausschilderung und
Aber wenn wir jetzt hier den Weg entlang gehen, dann kommen wir wieder auf den normalen Wanderweg. So Leute, wir haben gerade festgestellt, dass wir jetzt wieder da sind, wohin wir uns am Anfang verlaufen hatten, also wo hier die Schafe und sowas standen. Das ist nämlich eigentlich das Ende der Strecke. Und da, ja, sind wir eben nämlich ja falsch hochgelaufen. Aber hat also alles geklappt. Da oben war jetzt dieser Aussichtspunkt und ja, jetzt ist hier sozusagen die Strecke dann vorbei. Und ja, aber trotzdem sehr schön. Hier sind wir nochmal bei den Schafis. Vielleicht kommen die auch mal was näher. In meinem Aber zweiten anscheinend Leben nicht. werde ich auch ein Schaf. In deinem Zweitleben bist du ein Ja. Schaf. Warum? Grase ich nur auf der Wiese. Ach so, da meinst du, hast du nichts zu Und so tun, oder? nichts mehr. Okay. Leg mich in die Sonne. Ah, so ist das. Okay, und jetzt geht's hier natürlich nochmal zum Bücherschrank. So, ihr Lieben, das war's dann auch für heute wieder. Ich hoffe, unsere kleine Runde hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Denn dann verpasst ihr die nächsten Videos natürlich auch nicht. Und ich wünsche euch noch ein ganz schönes Wochenende. Und dann würde ich sagen, beziehungsweise ist ja vielleicht auch unter der Woche gerade bei euch, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Genau, auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!